herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie ihr unschwer am Wohnzimmer erkennen könnt, dreht sich es diesmal wieder um ein kleines Reaktionsvideo. Immer noch ein bisschen Corona belastet, immer noch Hals, immer noch Schnupfen ein bisschen. Also, und mal husten, seid mir nicht böse. Ich versuche das alles so gering wie möglich zu halten. Und jetzt wollen wir mal eben gucken. Ja, und zwar reagieren wir heute mal auf das Video von dem lieben Knossi. Seven vs. Wild, Trainer steht fest. Und zwar habe ich da schon ein bisschen reingeguckt und gehört, dass es der Survival Marine ist. Und ja, für mich wird das sehr, sehr schwer, da jetzt objektiv drauf zu reagieren. Wahrscheinlich wird das ein oder andere Mal meine persönliche Einstellung dazu mir entgleisen, möchte ich sagen. Ich versuche, so gut wie es geht, mich zurückzuhalten. Habe aber zu dem lieben Kollegen Survival Martin eine ganz eigene Einstellung. Also ich möchte sagen, unsere Beziehung ist ein bisschen vorbelastet. Das rührt vielleicht daher, weil ich hasse motzende Männer, die sich verhalten wie ein 12-jähriges Mädchen, was gerade zum ersten Mal seine Tage kriegt. Und das hat der liebe Martin leider in letzter Zeit für mich zu oft rausgehauen, ob es bei Seven vs. Wild war, ob es bei der Durchschlageübung war. Madeira-Überquerung hat er dann wieder versucht, sich ein bisschen zurückzuhalten. Ist schwer für mich. Ist schwer für mich. Ich mache sowas nicht, dieses Rumgeheule und geht nicht und alles ist doof und da kriege ich auf der Arbeit so einen Hals. Und hier kriege ich dann noch mehr einen Hals. Und wenn ich dann noch mitkriege, dass so jemand mit keiner Ahnung, also dass einer mit keiner Ahnung jetzt jemanden unterrichtet mit noch weniger Ahnung, wird das schwer für mich. Ich versuche es aber sachlich zu halten. Ich wollte das nur mal erklären, dass ihr auch wisst, warum das so ist. Ich glaube, das steht mir frei. Jeder, nicht jedem passt meine Fresse. Nicht jede Fresse passt mir und ich bin immer der, der es direkt sagt. Von mir werdet ihr keine Augenwischerei oder irgendwas hören oder oh, der ist ja so toll und weil der so und so viele Abonnenten hat oder irgendeinen Scheiß. Von mir kriegt ihr das so, wie ich das denke und fühle und ich nehme da auch kein Blatt im Mund. Kein Blatt vor den Mund. So viel dazu und wir Hübschen, wir schauen da jetzt mal rein. So, und jetzt haben wir jetzt natürlich als erstes einmal kurz die Werbung, zack, die klicken wir weg. Damals gemacht hat, was so. Er sich so, was er sich bei mir vorstellen kann. Wir werden vielleicht verschiedene Dinge ausprobieren. Und das ist aus der letzten Staffel der gute Matti. Der wird mit mir am Start sein. Und ich rufe ihn einfach mal an, der weiß nichts. Also ich habe jetzt nichts gesagt, ich rufe dich heute Abend an. Martin, guter Mann, wird ein längeres Video. Total, dass er sich angeboten hat. Jawohl! Martin! Wir sind live. Aber Knossi muss man ein bisschen. Ich freue mich total. Ich habe den Leuten gerade, auf das Video reagiert. Was ist überhaupt erlaubt? Und wie welche sieben Gegenstände kombinieren? Weil sieben Gegenstände sind eh schon wenig. Dann mit diesen Zusatzregeln und etc. Ja. Ich komme gar nicht auf die fertigen sieben, weil ich denke, das geht gar nicht, weil das geht nicht. Und du hast dich angeboten, mich vorzubereiten, gell? Hast du den Leuten schon erzählt, was du dir in deinen Gedanken vorgenommen hast? Oder hast du erstmal nur gebrainstormt? Nein, ich habe schon in meinen Gedanken. Ich hab mal Voting machen lassen. Wer würde Hängematte ja. Und Tarp mitnehmen? Ne, beziehungsweise Hängematte, dann darfst du kein Tarp. Und nein, sowas. Ja. Die Leute waren trotzdem auf Hängematte, aber ich war eher auf Schlafsack und Biwak. Ne? Oh. Ganz gefährliche Kombination. Alter Schwede. Ey, dann. Da fühlt sich aber wie im Gewächshaus. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste in meinem Carinthia-Biwak-Sack. Mit dem Schlafsack im Dschungel nächtigen,
Na, vielen Dank. Vielen Dank. Was denkst du, was wird für mich, jetzt mal ganz ehrlich, bevor wir uns treffen, wir haben uns schon mal gesehen, letztes Jahr beim... Für Knossi, dir empfehle ich ein Tab und wie ich es in meinem anderen Video schon beschrieben habe, würde ich ein Fliegennetz oder ein Insektenschutznetz mitnehmen, was du auch zum Fischen verwenden kannst, zweckentfremden. Danke nochmal, ihr Lieben. Sowas in der Art, Trapperbett hochkommt, das Fliegennetz kannst du dir unter den Arsch legen, kannst du unten mit Steine festmachen, dass keine Krabbelfiecher reinkommen, kannst du eingraben, kannst quasi einen kleinen Graben ziehen, das da runterlassen. Du kannst es dir überlegen, habe ich schon was zu gesagt? Ich bin gespannt, was Martin dazu sagt. Weil für mich, ja, erste Staffel war nur, ne, das mache ich nicht, Challenge mache ich nicht. Dann sein Finger Fritz gegenüber bei der Diskussion um die Jacke fand ich ganz, ganz schlimm, fand echt, also. Und in solchen Sachen, oh, wenn du da erstmal bei mir durch bist, ist das auch ganz, ganz schwer, da wieder Fuß zu fassen. Eigentlich bin ich nicht nachtragend, aber was ich könnte ich auch bei meinen Kindern, dieses Rum, das, da bin ich halt oldschool, ich komme vom Team, das habe ich schon von meinem Vater mitgekriegt. Ich musste schon immer mir alles erkämpfen, ich habe nichts geschenkt gekriegt. Und dieses, ich reagiere da tierisch, tierisch. Allergisch drauf, ne? Aber und gleichzeitig, nicht, dass ihr jetzt sagt, das wird hier ein Hassvideo oder irgendwie sowas, ich gebe ihnen die Chance. Und obwohl wir so ein bisschen vorbelastet sind, ich werde mir sein Messer kaufen. Ich finde dieses Messer, finde ich nicht nur schick, ich finde das einfach rattenscharf, dieses Messer. Von der Optik dann quasi das verbesserte SE6. Das hat Hand und Fuß, was der da gebaut hat, finde ich so geil. Ich stehe sonst eher so auf so Oldschool, helle Kastrüm mit Holzgriff, dies, das, Lederscheide. Genau so. Und ich hätte es gerne in Grün und Schwarz gehabt. Nicht in Sand mit Grün. Ich find das richtig sexy, was der da gebaut hat. Also. Ist nicht alles schlecht. Also schauen wir mal weiter. Gut, wäre jetzt auch so meine Wahl gewesen, bis auf den Wasserfilter. Ich bin immer noch fester Meinung, da es auch gerade ein paar Mal betont worden ist, dass Wasser kein Problem sein dürfte. Gehe ich konform mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht hat er ja auch eins von meinen Videos gesehen, wer weiß es. Vielleicht bin ich ja jetzt eine YouTube-Berühmtheit. Das Ja. bedeutet 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter, pro Stunde. Ja, aber damit widerspricht er sich das selber, oder? Wenn die Möglichkeit besteht, in der Stunde 30 bis 40 Liter Regenwasser zu sammeln, wozu brauche ich denn dann einen Filter? Kann ich doch was anderes viel besser mitnehmen, oder nein? Es ist Weißt so. du? Moskitonetz wegen den ganzen Sandfliegen, die werden dich einfach töten, weil ich weiß. Was mich mal interessieren würde, woher rühren Martin seine Expertisen? Hat er die bei Arte oder N24 gesammelt? Ich
Wird mich echt mal, vielleicht kommt er ja auch noch im Video da drauf, das würde mich echt mal interessieren. Ja, Zigaretten ist für Knossi, wenn der jetzt nicht spontan aufgehört hat, ist das unabdingbar. Wenn der dann noch einen Entzug durchmacht oder irgendwas, dann kann das, dann geht das in die Hose. Wenn der dann noch abends das Flattern kriegt, weil er keine Kippen hat. Auch mit dem Wasserfilter. Jetzt, ich bin ja nun nicht Bruce allmächtig oder irgendwas. Ich meine Gegenstände, was ich mitnehmen würde, da wäre der Wasserfilter rausgefallen. Aber so wie Martin das darstellt, natürlich kann man das machen. Natürlich ist es auch keine doofe Entscheidung oder irgendwie sowas. Kann man total nachvollziehen, kann man machen. Er kann das Wasser, wenn er nochmal möchte, nachfiltern mit dem Filter. Jetzt nichts, wo ich sagen würde, total bescheuert oder irgendwas. Kann man so machen. Ach genau, ich hab den Leuten auch erklärt, dass es in Momenten, auf denen ich mich freue, abends oder sowas, weißt du? Genau, du brauchst einen Punkt am Tag, und sagst, Alter, ja, darauf freue ich mich. Bei mir war es immer das Lagerfeuer an meiner Couch, ich sag's dir, wie es ist. Ja. Und bei dir ist es halt das, ganz einfach. Ja. Er hat ja auch nichts anderes gemacht. Okay, aber was ist, wie schlafe ich, wie liege ich? Ja, pass auf, der Vorteil ist, da wo ihr seid, ja, das ist natürlich Kleidung, das sollte nicht irgendwie eine Regenjacke vom Kick oder irgendwie sowas sein. Das sollte schon was Vernünftiges sein, ohne Werbung zu machen. Ich kann da alles von Revolution Race, von Fjällräven, kann ich da wärmstens ans Bein legen. Sogar Decathlon hat ganz tolle Sachen. Ich bin da nicht so der Oberfan von, das ist aber wieder dieses mein Gear-Junkie und Marken-Scheiß, der bei mir am Kopf rumschwirrt. Aber das ist schon essentiell. Vernünftige Klamotten, das sollte sein. Kann dir quasi eine gute Nacht bereiten, wenn du da clever herangehst. Ja. Aber auch da habt ihr gerade wieder gehört, da wo ihr seid. Also ganz fest davon überzeugt, dass auch er weiß, wo es hingeht. Ja, viele werden sagen, ach, Lärmschicht ist Quatsch, braucht man nicht. Wir sind ja im Dschungel. Nein. Man kann ja auch Zwecke fremden. Und wenn du es nur als Kopfkissen nimmst, verstehst du? Ja. Aber deswegen dachte ich an so einen Schlafsack, in den ich dann nur im Boxershorts reinge, fühlt sich so wohlig an. Ja, das, ich glaube, pass auf, ich verstehe deine Gedanken. Ich verstehe auch das mit dem Biwaksack. Aber ich gebe dir einen ganz guten Tipp und wir machen das. Wir machen das zusammen, wir probieren es beide aus. Weil nur dann musst du sofort merken, Martin, geht nicht. Um das mal festzuhalten, also Knossi, der hat sich schon vorbereitet. Also bis vor kurzem wusste der nicht, was ein Biwaksack ist, dann mit Schlafsack. Also seine Gedankengänge gehen schon in die richtige Richtung. Also da läuft im Hintergrund schon was, da bin ich fest von überzeugt. Auch der ist nicht bescheuert. Der weiß von Tag zu Tag, umso länger der dran ist, umso mehr Videos gibt es mit seinem Gesicht, die Abonnenten, die Klickzahlen. Ihr dürft nicht vergessen, das ist kein Wohlfahrtsausflug. Die Leute verdienen da trotzdem Geld mit. Aber bis dahin bleibt es in deinem Kopf immer so Zeltersatz, so eine Vorstellung von wohnlich, abgeschlossener Raum, ich bin safe. Ich bin sicher, ja, das ist aber nur in deinem Kopf so, glaub mir, wenn du da liegst bei 22, 23, 25 kannst. Gut, das kann man sich bauen, das kann man sich, man kann sich eine Art Zaun bauen oder sowas,
Habe ich auch schon öfter gemacht im Bushcraft-Lager. Ist eine psychologische Sache, ist so ein bisschen der Deutsche und sein eingegrenztes Grundstück. Da fühlen wir uns wohl. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen drinnen. Kann er sich bauen lassen. Da braucht er kein Paracord für. Oder kann er, was heißt bauen lassen? Entschuldigung, kann er sich bauen. Ja, stirbst du einfach, weil du einfach ausläufst, weißt du? Ja, aber in was soll ich liegen? Auf was? Ja, das ist ja das große Thema. Das ist ja halt kein Campingausflug. Da musst du dich einfach Embryonalstellung mit ein bisschen Sand zudecken. Dann geht's. Was, aber ich muss doch heimwählen. Hoch sein, oder nicht? Also wenn ich sowas schon höre, sich in Embryonalstellung auf den Sand legen und sich mit Sand zudecken. Der Sand ist nicht feucht in der Regenzeit, bei, was hat er gesagt, Stunde 40 Liter. Der Sand ist also trocken und isoliert dahingehend, dass er sich mit Sand zudecken kann. Knossi. Gut. Wartet mal, jetzt. Und am Ohr, so als wenn du quasi dein Ohr und ja, es gibt einen Stamm in Afrika, die schlafen immer mit dem Ellbogen, eins am Ohr und der andere der Ellbogen am Boden. Weißt du warum? Damit dir nachts nichts in die Ohren krabbelt. Also diese Geschichte, das lasse ich jetzt mal, das macht mir mal einer vor. Sich so Ellbogen, eins auf dem Boden, eins, so schlaf mal die ganze Nacht. Das möchte ich gerne mal sehen. Wenn das so sein sollte, denn und ihr wisst, welcher Stamm in Afrika das ist, dann schickt mir doch mal bitte einen Link, dass ich das Video dazu mal sehen kann. Also selbst in Afrika sind sie so weit, dass sie wissen, wie sie sich ein Trepperbett oder eine Liege oder irgendwas bauen, ganz, ganz gewiss sogar. Damit der Kopf oben ist und die quasi mit dem Ellbogen auf dem Boden und die Hand am Ohr, so als wenn du quasi den Kopf wie früher im Schulunterricht abstützt. So schlafen die, damit nichts nachts nach oben in die ihre Ohren krabbelt. Ja, aber das kannst du doch nicht erwarten, dass ich das auch mache. Nein, wir werden für dich eine Lösung finden. Vertrau mir da einfach. Wir haben die sich am Anfang. Wir haben jetzt erstmal nur Vorbereitungen, wir haben Brainstorming gemacht, wir setzen das um. Und da wirst du merken, dass ganz schnell die Lösung kommt. Okay. Es ist ja nur erstmal meine Liste, die ich dir jetzt gesagt habe, aber da werden wir so dran feiern, dass du auf jeden Fall gut schläfst und dich sicher fühlst. Okay. Ich weiß, wie wichtig das ist. Ich kann davon ein Lied singen. Okay. Paracord ist gesetzt. Es gäbe aber auch noch Draht- oder Panzertape. Warum das andere nicht? Viele haben im Chat geschrieben, Panzertape, geil, Panzertape. Ja, geil. Weißt du, warum Panzertape? Ja, was willst du denn bei mit, ganz ehrlich, das sind die Leute, muss ich jetzt vorsichtig sein, was willst du denn mit Panzertape in der Messe? Oder willst du eine Eidechse am Baum kleben? Oder wenn du kein Tarp hast, was für ein Loch willst du denn flicken? Was willst du denn damit für ein Angelseil bauen? Oder wie kommt man da drauf, dass man... Also ich bin ja nun Fan von Sikaflex, Panzertape und WD-40. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, auch nur eins, okay, WD-40 vielleicht. WD-40 ist nämlich richtig geil. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich mit Panzertape oder einem der anderen Dinge im Dschungel sollte. Hast du mal Panzertape in die Sonne gelegt, was dann passiert? Der Kleber löst sich auf, das Ding fällt einfach auseinander. Kleber wird flüssig, kannst nicht weg, funktioniert nicht. Draht, ein ganz bisschen Sand oder Dreck auf Panzertape und das Ding hält nicht mehr. Ja, ja, also, stimmt, du hast vollkommen recht. Es ist richtiger Müll. Tja. Draht. Gut, ich wüsste jetzt nicht, also natürlich kannst du Draht zu vielen Sachen zweckentfremden nehmen. Du kriegst es auch ohne Zange, solange du biest oder lange biest, kriegst es klein. Ich wüsste jetzt nicht, was ich mit Draht machen sollte, was mir jetzt einen Vorteil gegenüber Paracord bringt. Also Paracord zum Befestigen, Fallenbohren, dies, das, ist eben das Nonplusultra. Ne? Und du kannst auch ganz normales Paracord, das ist zwar dieses Paracord verboten, wo du eine Lunte drin hast, bei Angelschnur, bla bla bla, aber du kannst ja trotzdem alles von machen.
Na, auch mit dem normalen Paracord hast du 4, 5, 6, 7 Stränge, je nachdem, was du wieder kaufst, und kannst eben aus 30 Metern, wenn du das vervierfachst, 120 Meter oder irgendwas Schnur machen. Also das Paracord ist da die beste Variante. Ganz wichtig, hatte ich in meiner Liste, die ich gerade im Kopf durchgegangen bin, war kein Platz mehr. Ja, du, ganz ehrlich, wenn du sagst, ey, no risk, no fun, du kannst halt lange Zeit ohne Wasser und funktionierst gut, dann lass ihn weg. Aber ich sag dir eins, nur 3 Tage ohne Wasser, dann bist du tot. Stirbt man direkt so? Ja, also unter den Gefilden gebe ich... Ja, also man stirbt nicht direkt, also der Körper, der wird dir schon zeigen, dass dir gerade etwas Lebenswichtiges als Inhaltsstoff fehlt, also du... Trinkst nicht genug, fällst um und bist tot. Dein Körper wird dir schon zeigen, so, Macker, jetzt wird's Zeit. 2 Tage. Okay, was ist, wenn kein Regen runterkommt? Was sauf ich? Also, da ich weiß, dass ihr ja quasi den Zeitraum weiß und auch wo ihr hinkommt, was... Habt ihr gehört? Normal. Ja, was ist das jetzt? Fritz hat sich, wie im letzten Video besprochen, ein paar Mal verraten, sagt dann wieder, er weiß es nicht. Selbst ein Martin weiß, wo es hingeht, laut seiner eigenen Aussage. Was ist das da jetzt? Ist das, werden wir verarscht? Ist das... Dann eine Expertise zu treffen oder sonst irgendwas, wenn ich weiß, wohin, dann... Google anzuschmeißen und rauszukriegen, was da für Witterungsverhältnisse sind, was da für Botanik ist, was da für Tiere sind, ja, dann ist das kann jeder, oder? Also, weiß ich nicht. Und warum weiß der das? Woher? Ich denke, das weiß keiner, nicht mal die Kandidaten, nur das Orga-Team. Woher weiß er, wo es hingeht? Davor sagte, hast du 2 Tage nichts, bist du tot. Jetzt Wasser wirst du auf jeden Fall bekommen. So, ja, es ist auch Panikmache mit drin, ne? Aber wenn der nicht wüsste, wo es hingeht, dann würde er Knossi wahrscheinlich mit der pinken Zahnbürste losschicken. Also die Sachen, die er jetzt aufgezählt hat, die kannst du dir auch an 5 Fingern ausrechnen. Kriegst du bei jeder Arte-Reportage beigebracht. Ja, dieser Satz nervt mich tierisch. Da ich weiß, wo es hingeht, werden wir dich daraufhingehend vorbereiten. Dass die das irgendwann alle zu hören bekommen, ist klar. Aber... sich dann so hinzustellen, als wenn man jetzt groß die Ahnung hat und bla 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 mit dem Hintergrund, dass man weiß, wo es hingeht, dann kann ich den auch, dann mache ich Knossi eine Ex, denn wenn ich jetzt genau wüsste, da und da in den Dschungel, dann mache ich ihm eine Packliste mit genauer Grammzahl. Also, weiß ich nicht. Vor allem, ich muss mal eben gucken, wir haben... heute den 27. Das Video kam am 23. Ich glaube am 25. oder 26. kam noch ein Fritz-Video mit Was kostet 7 vs. Wild? Da betont er nochmal, dass er es nicht weiß. Das ist vor diesem Video, nach diesem Video gekommen. Also ganz, ganz komisch. Das kommt dann noch dazu. Müll. Klar findest du Müll. Du weißt aber nicht, was da drin gewesen ist. Dann spülst du es mit Salzwasser aus. Ich komme aus dem Yachtbau, ich komme aus dem Schiffbau. Ich weiß, was da auch so
über Bord geschmissen wird, in der Notsituation, na klar, aber mach das erstmal. Steck da erstmal, nimm das erstmal und trink aus so einer Flasche, die du da am Strand gefunden hast, wo du nicht weißt, ob irgendein Filipino, der gerade auf der MS Deutschland durch die Gegend fährt, da reingepisst hat oder das Rommel geschmissen hat, ob da irgendwelche ätzenden Säuren drin waren oder sonst irgendwas. Hört sich alles ganz toll an. Aber auch die Psyche, du musst erstmal bereit dazu sein. Und da über seinen eigenen Schatten zu springen, ich finde das immer, und du musst natürlich auch das Wissen haben. Ja, du kannst natürlich in einem ganzen Haufen voller Müll sitzen, wenn dir jegliche Ideen oder die Gabe fehlt, da was draus zu entwickeln oder was zu machen, dann bringt dir das alles nichts. Gut, Martin ist jetzt nicht in Sachen bauen und Wissen dahingehend, glaube ich, auch wenn er viel machen lässt. Hat er, glaube ich, doch schon einiges gemacht, ob es Bunkerbau, dies, das. Also der weiß handwerklich schon mehr, was zu machen ist, als Knossi. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich glaube, bei Knossi wird schon ein Problem sein, wenn der Nagel in der Wand knallen muss. Aber ja, es ist eben, du findest Müll, aber du musst auch was mitmachen müssen. Vom Verstand her, vom Können her, das ist nicht so einfach. Wenn du nicht mal richtig schnitzen kannst oder irgendwie sowas und sich dann irgendwas aus einer angeschwemmten Flasche bauen, sehr schwer. Ja, ein Glas oder eine Plastikflasche, da gibt es mehrere Tricks. Kann ich dir aber alles zeigen, wie du quasi dir mit Müll quasi so ein bisschen DIY-mäßig zu Hände wissen wirst. Warum kein Fishing-Kit zum Angeln? Weil es keinen Sinn macht. Weil guck mal, ich hab bei Schweden eins gelernt. Wenn der Köder nicht da ist, bist du am Arsch. Wenn du nicht einfach irgendwas findest, womit du quasi da an dem Haken rumspielen kannst, wird das nichts. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie... Was natürlich... Gut, ich wäre jetzt beim Angelset auch, wisst ihr, hätte ich nicht mit. Ich hätte versucht, anders zu fischen, Reusen zu bauen, dies, das, das Fliegengitter oder das Fliegennetz als Netz umzuwandeln. In den Tropen, da wo ich kenne, also dann Leguan oder eine dicke Made oder einen Käfer finden, ist jetzt nicht das Schwerste. Kleinvieh macht Mist, ne? Ob es jetzt Kinderfische sind oder nicht. 40 kleine Stichlinge können auch was machen. Verstehst du, du brauchst ja, dann machst du dir halt einfach Fischbrei. Den erwärmst du dir kosten. Braucht sich aber keine Gedanken drum machen, wenn er kein Feuer hat. Weil roh den Fisch essen, dann haben wir Knossi die längste Zeit gesehen, dann hat sich das sehr, sehr schnell erledigt. Einfach einen Speer bauen. Ich möchte behaupten, dass Knossi nicht mal einen Hering geschnitzt kriegt. Und dann soll der sich einen Speer bauen. Also wenn der das sich vorher alles beigebracht bekommt, na, dann sehe ich das echt ziemlich gefährlich. Also dieses Labern kann ich auch. Machen, das ist das Problem. Labern können sie alle, wenn ihr guckt ins Internet, guckt überall hin, geht raus, hört euch irgendwelche Leute an, labern können sie alle, aber machen können die wenigsten. Finden, beobachten, gucken, wo kann man quasi was reinhauen und dann gib ihm. Das ist halt einfach so ein Ding, und ich sag dir ganz ehrlich, du kommst aber 7 Tage ohne Essen klar. Ja. Weißt du, wir beide sind vom gleichen Schlag, wir mögen halt Essen, weißt du, und wir kommen 7 Tage easy klar. Wasser ist unser großes Problem, Wasser ist wichtiger als Essen. Kannst du Regenwasser, wie hast du das letztes Jahr genutzt, das Wasser aus dem See einfach gesoffen? Ja, also bei Servus Wald war ja der Vorteil, wir haben ja die Wunde ins Wasser geschmissen. Wir hatten ja quasi alles, was wir brauchen, außer Essen. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn ihr
Ja, aber auch Essen. Essen, Psyche, der Körper, Energie, mal eben 7 Tage ohne Essen abrocken, dann eine Kippe am Tag, dann Challenges machen, sich bewegen, halte ich für schwachsinnig, diese Aussage. Habe ich schon gehört, 800 Kalorien hat eine Kokosnuss, ne, Chat? Ja. Ja, findet das erstmal, Kokosnüsse. Dann komm da erstmal ran. Also, dass die mit ihren Kokosnüssen, würde mich freuen, wenn sie welche finden. Ob sie welche finden, sei dahingestellt. Wie ihr gerade hört, die Frau ist gerade gekommen, der Wasserkocher ist an. Wir machen einfach mal weiter, oder? Hat er vollkommen recht, auch 7 Tage nur von Kokosnüssen, wenn sie welche finden, ernähren, könnt richtig kacke werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann kriegen sie nämlich alle Dünnschiss und dann dehydrieren sie noch schneller, weil sie die Feuchtigkeit verlieren. Und dann schreibe ich so, gibt's aber, wenn es Dschungel ist, wie ich ihn kenne, finden die was zu essen. Sie müssen bloß über ihren Schatten springen. Das ist eben so. Würde ich mal zum Arzt gehen, Knossi. Ja, absoluter Schwachsinn. Also du kannst dich mit einer Machete genauso umbringen wie mit einer Kukri, wie mit einem Schweizer Taschenmesser, wie mit einem Kartoffelschälmesser. Du musst es eben können. Du kannst eine Machete genauso verwenden, ob es ein Fisch auslegen ist, ob es basteln ist, wie ein normales Messer. Du kannst dich mit beiden umbringen. Du kannst dich mit allen schwer verletzen. Wenn der Umgang nicht geübt ist, kannst du dich mit dem Messer genauso verletzen wie mit der Machete. Ich würde nie ohne Machete losgehen im Dschungel. Du kannst damit alles machen. Die Ansicht teile ich absolut nicht und halte ich auch für echt schwachsinnig, muss ich sagen. Ja, mit dem Messer nicht, mit dem Kukri nicht. Ist aber vernünftig. Also ihnen die Wahl zu lassen oder jetzt nicht an Martins Stelle drauf zu pochen oder zu bestehen, von wegen Machete ist in meinen Augen scheiße, nimm eine Kukri mit oder ein Messer. Finde ich vernünftig gerade, dass sie sich das beide, wenn sie üben, zusammen und was liegt dir vom Handling, wo kommst du besser mit klar? Man muss sich ja selber damit wohlfühlen. Ich sag's nochmal, die Machete hätte ich mitgenommen. Alles andere ist für mich Schwachsinn, aber ich bin auch nicht allwissend. Das ist natürlich, man muss sich da selber
Ich kaufe ja auch meine Ausrüstung, wo ich mich nicht wohlfühle. Ich gucke mir zwar bei YouTube irgendwelche Ideen oder gucke mir Vergleiche an, aber wie oft irgendwelche YouTuber sagen, das ist das Geilste, ich bestelle mir das, komme selber nicht mit klar, schicke es wieder zurück, hol mir was anderes. Das ist eben so, wie jeder gepolt ist, das muss dir liegen, du musst damit umgehen können. Und da habe nicht ich die Entscheidung oder nicht meins ist richtig, nicht Martin seins ist richtig. Das, was Knossi für sich aussucht und wo er am besten mit klarkommt, ist für Knossi genau das Richtige. Aber mit einer Machete kann ich keinen kleinen Fisch ausnehmen und sowas, weißt du? Kann, kann, kann auch. Exakt, guter Mann, sehr gut, sehr gut. Exakt. Also, ich weiß nicht, ob es in Deutschland verboten ist. Ich habe viel lange, ich war selber mal Angler. Mach's jetzt seit 2 oder 3 Jahren nicht. Wenn ich mal irgendwo vom Kumpel einen Fisch kriege oder so, ich weiß aber nicht, ob das verboten ist, bei YouTube sowas zu zeigen, wenn der schon tot ist, mal einen Fisch zu entnehmen, wie man das bei der Machete macht, kriegst du selbst mit dem Stein hin, kriegst du mit dem Feuerstein hin, kriegst du mit einer Metalldose hin, die am Strand angeschwemmt wird, Altmetall, der da irgendwo liegt. Also, das würde ich jetzt nicht daran festmachen. Ich nehme keine Machete mit, weil ich zu doof bin, Fisch damit zu knacken. Also, das kriegt man schon hin. Vollkommen richtig. Aber ich kann mich auch nicht gegen Krokodil oder eine Schlange wehren. Hoffen wir, dass du in diese Situation nicht kommen wirst, mein Lieber. Mit einem kleinen, riesen, dicken, fetten Speer. Mit einem Messer kannst du dir unten einfach so einen Speer bauen, wie damals die Ritter. Die haben sich Saunfedern gebaut. Einfach lang. Das Beste ist, du läufst einfach nur. Du läufst, du lässt alles fallen. Sollte so ein Krokodil in deiner Nähe sein und du siehst, das will irgendwie zu mir, will was von mir, dann lauf. Also das finde ich jetzt wirklich, das finde ich jetzt wirklich nicht schlecht. Also was Martin da, er hätte jetzt auch hingehen können und hätte Sachen kaufen können und sagen können, hier Knossi, das ist das Nonplusultra, das nimmst du bitte und los. Also dass er da Knossi die Wahl lässt und mehrere Sachen, Martin, der ist ausgestattet von der Machete bis zum kleinsten Messer, bis zur Software, bis zum Bogen. Egal was, also Martin, der hat Gier und da kann Knossi sich wie so ein kleines Kind bei Toys R Us, kann er sich ein bisschen austoben. Ist genau das Richtige. Ich hätte es wahrscheinlich nicht anders gemacht oder ich hätte es nicht anders gemacht. Ich hätte natürlich irgendwo versucht, die Machete, weil ich es für vernünftig halte, ein bisschen in den Vordergrund zu drängen. Aber nein, also ihr wisst, egal was ich von Martin halte oder wie auch immer. Finde ich gerade ganz vernünftig. Bis jetzt zu 70%, was er so von sich gelassen hat, finde ich nachvollziehbar, finde ich vernünftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass er ihm da die Wahl lässt und er damit klarkommen muss, das ist nur fair. Feuerstahl oder Streichhölzer? Feuerstahl. Auf jeden Fall Feuerstahl. Wenn Streichhölzer nass werden, müssen sie erst trocknen, aber sonst brechen sie nicht ab, weil der Habe Holz ich aufweicht, im weißt du selber, letzten dann Video macht schon es gesagt. und dann war es das. Kannst du mir dann Feuerstahl. zeigen, wie das geht? Weil ich habe das noch nie gemacht. Das ist Kindergarten. Das schaffst du innerhalb von, ich sag's dir, ich schwöre hier auf deinen Stream, auf deinen Chat, ich sag dir, du brauchst allerhöchstens 15 Sekunden, wenn ich dir zeige, wie es geht. Dann kann ich es auch. Und wenn aber alle. Und noch schreibe ich nicht. Es gibt Leute, die können es einfach nicht. Das habe ich hier schon, auch bei Freunden oder Bekannten, mit dem, was wir versucht haben oder die gefragt haben, ob ich denen das zeigen kann. Selbst mit Birkenrinde, trockenem Holz, Kienspan, egal was. Für manche Leute ist das einfach nichts. Wenn das beigebracht bekommt, wird das mit Sicherheit hinkriegen. Dann sind wir aber in Deutschland. Und dann geht's ab in den Dschungel. Und da ist alles feucht, da ist alles nass. Und gleich kommt, ja, ganz easy, nimmst dir Kokosschalen, Kokosrind. Ja,
muss man alles differenziert sehen, muss man erstmal gucken, ob da überhaupt was kommt, ob sie überhaupt Kokosnüsse finden werden oder wie auch immer. Und dann noch bei der Feuchtigkeit, weil auch so eine Kokosnuss, deine Klamotten sind nass, die Umgebung ist nass, ist feucht, ist klamm. Das könnte schwer werden. Also das sehe ich nicht für so einfach, wie es da dargestellt wird. Ich weiß nicht, wie oft man ihn im Dschungel schon Feuer gemacht hat. Kann natürlich sein, dass ihm das so ins Blut übergegangen ist, dass er das ganz einfach hinkriegt. Ich halte das für sehr schwer. Immer dieses geht mir tierisch auf den Sack. Ist doch ganz einfach. Noch nicht selber irgendwas hinbekommen in den Gefilden, aber labern. Labern ist doch ganz einfach. Ach, ist doch ganz einfach. Habe ich da auch gesehen. Bei Arte. Bei N24. Oder da kriegt ein Krampf. Na, da, echt. Gar nichts ist da einfach. Ist doch ganz einfach. Jetzt sagt er wieder, wo auch immer ihr seid. Ne? Merkt ihr was? So, die sind schon dazu angehalten, so zu tun, als wenn sie es nicht wissen, verraten sich dann aber selber wissen. Ist Aber ja. das ist halt das Problem. Wir haben vorhin auch überlegt, ey, wenn da Müll ist, weißt du, was ich meine? Soll ich dann überhaupt Schnüre mitnehmen oder werde ich genug Schnüre finden? Ja, was ist, wenn keine Schnüre da sind? Dann hast du deinen Tarn. Ja, was ist, wenn kein Müll da ist? Was ist, wenn kein Fischernetz da ist? Was ist, wenn keine Flasche da ist? Was ist wenn? Deswegen muss die Ausrüstung auf jegliche Eventualitäten ausgelegt sein. Und dann kannst du zusätzlich bauen. Aber ich würde jetzt nicht irgendwas Essentielles, Lebenswichtiges dalassen in der Hoffnung oder Vermutung, dass ich da etwas finde, was gleichwertig ist und das ersetzt. Das würde ich nicht Und machen. kannst du auch nicht abspannen. Oder zum Beispiel, Kochtopf nehmen wir gar nicht mit, ne? Ey, ganz ehrlich, nimm dir eine halbe Kokosnussschale, damit kannst du auch Wasser abkochen. Und ich habe dir doch erklärt, es gibt einen Trick, und zwar, wenn du eine Plastikflasche findest, kannst du da drin Wasser abkochen. Oder halt auch ein kleines warmes Wässerchen machen. Weißt du auch warum? Weil Plastik schmilzt nicht mit. Geht, geht. Ob du es da denn. Voraussetzung ist wieder Feuer, das heißt Voraussetzung ist Zunder, das heißt Voraussetzung ist trockener Zunder. Dann ist Voraussetzung, dass. Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Das handwerkliche Geschick, sich die Flasche so hinzubauen und mal eben einfach eine Flamme hängen. Ist nicht, wir können das gerne mal. Das machen wir mal als nächstes. Wir machen mal ein Video: Plastikflasche in offenem Feuer. Das machen wir in den nächsten 2 Wochen. Machen wir das mal. Und dann baue ich mal sowas und dann gucken wir uns das mal zusammen an. Es ist alles, es ist immer, das ist aufgebaut auf das. Das geht ohne das nicht, das geht ohne das nicht. Aber dann sich immer hinstellen und sagen, ist doch ganz einfach, wenn von dieser Verkettung diverser Gegenstände oder Utensilien etwas wegbricht, dann findet das Endergebnis schon gar nicht statt. Also, du musst das und das und das erwirtschaften oder holen, damit das und das am Ende dabei rauskommt. Das ist aber ein ganz langer Prozess, wo viele Fehler entstehen können oder wo Sachen einfach wegfallen können, die du dann nicht hast und dann musst du improvisieren. Hast du das jetzt nicht gelernt? Dann stehst du da. Dann stehst du da. Und dann immer zu sagen, ist doch ganz einfach, ist doch ganz einfach. Noch nie selber im Dschungel gewesen, aber ist doch ganz einfach. In Deutschland, in seinem Wald, mit Feuerholz von zu Hause, mit Zunder von zu Hause oder einem Grillanzünder. Ich sehe schon wirklich ohne Scheiß, wie ich Plastikteile kotze. Ich sehe es schon kommen. Das kann doch nicht richtig und gesund sein. Natürlich nicht, aber es ist eine Überlebenssituation. Da willst du, überleben bedeutet doch nicht, dass es mir gut geht. Survival bedeutet, das Sterben herauszuzögern. Ach so. Okay, Moskitonetz ist für dich Gesetz dagegen.
zu 100%. Weißt du, dass Experten und Campingfreunde meistens im Hochsommer nicht draußen sind und draußen pennen? Sicher. Weil das einfach die absolute Hölle ist. Und das ist nur schon hier in Mitteleuropa. Also ich bin bei jedem Wetter draußen, ob die Mücken da sind oder nicht. Das ist kein, wie sagt man, schön Wettercampen. Jede Jahreszeit hat was Tolles und hat auch was abfuckend nervt. Mücken oder sonst irgendwas. Ich hab einen Tarp, ich habe eine Hängematte mit Moskito. Also mich juckt es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, für mich sind die liebsten Zeiten, das ist aber, weil ich mit Sommer, weil dicke Schwitzen, ich schwitze dann im Sommer bei 35 Grad, ich kriege keine Luft, habe ich keinen Bock drauf. Für mich ist der Herbst und Frühling ist für mich am schönsten. Alleine, wenn die Natur im Frühling wieder in Gang kommt und im Herbst klingt alles so ein bisschen ab und das Verfärben der Blätter, das sind für mich meine Jahreszeiten, das hat aber nichts mit irgendwelchen Insekten zu tun. Ja, dann bleib drinnen, würde ich sagen, oder? Da gibt es ja viel mehr davon. Sandfliegen. Alter, das ist die Hölle. Wenn du abends nicht sitzen kannst, weil du die ganze Zeit zerwichst wirst, glaub mir, da leg mich im Sand oder was. Naja, du kannst es ja so machen, wenn du den großen Bäume da und hängen da drunter, leg mich im Sand oder was. Naja, du kannst es ja so machen, wenn du den großen Moskito. Looking for the best. Also ich würde auf dieses Viereckige verzichten. Ich habe mir das auch angeguckt. Ich würde ganz klar wie über so ein Himmelbett mitnehmen und vielleicht mit oben einen Metallring drin, der das so ein bisschen auf Position hält. Da kannst du dir auch geil eine Fischreuse dann mitbauen mit diesem Netz. Ist aber auch wieder so ein Ding, musst du natürlich Ideen haben, musst du umsetzen. Naja, ist sogar erlaubt mit Ösen zu kaufen, das Viereck. Genau, ja. Ja. Und dann, und unten lege ich dann mich hin, oder was? Also ganz wichtig ist bei der Geschichte, dass du vor dem Regen geschützt bist. Pass auf, das Wichtigste, was man nie vergessen darf, ist, dass Wasser entzieht dem Körper 24 Mal schneller die Wärme als Luft. Bedeutet, bist du nass, stirbst du einfach, weil es dich so dermaßen durchfrosten wird. Deshalb ist es ultra wichtig, gerade in der Erst ist kein Problem, erst ihr werdet nicht frieren, dann im nächsten Satz sich selber widersprechen, es ist alles feucht, wenn ihr die Feuchtigkeit, wenn ihr der dauerhaft ausgesetzt wird, werdet ihr durchfrosten und frieren, dann informiert ihn doch vernünftig, dann halt doch einen Sabbel und sag nicht, dass das irgendwie dein Spaziergang wird und ich weiß, wo ihr seid und es wird nicht kalt, natürlich wird das kalt. Ist so, habe ich auch schon gesagt, das ist das Wichtigste, dass da regengeschützt seid. Ja, dem sein Setup war ein Traum. Ja, natürlich, der hat alles richtig gemacht. Das war perfekt. Er hätte da easy peasy, wenn jetzt da nicht irgendwelche wilden Tiere gekommen wären, wäre da auch easy da 7 Tage abgechillt. Also brauche ich nur Tarp und Moskitonetz und dann schlafe ich im Dreck, so wie ich dich verstehe. Nein, pass auf, ich hätte dir gesagt, Tarp, Moskitonetz, Feuerstein, Messerfahrer, Wasserfilter und Kipp. Ich sagte ganz
Täter opfern oder die kippen. Alles andere ist halt essentiell. Also lass den Wasserfilter weg. Lass den Wasserfilter weg, habe ich auch schon gesagt. Er kann es auch einfach so trinken. Stell dir aber vor, es ist wie es ist, da sind keine Wasserflaschen. Weil du bist da, wo nichts ist. Was ist denn da? Du musst immer vom Worst Case ausgehen, niemals von der optimalen Lösung. Ja, dann sammle ich mit dem Tab so Regenwasser und sauf das. Sehr gut, sehr gut. Dann müssen wir das aber probieren, dass du das auch auf jeden Fall hinkriegst, weil das ist wichtig. Weil dann, klar. Aber ich habe keine Gefäß. Aber hey, das geht auch ganz schnell, dass es einkracht, ne? Wenn das nicht richtig machst. Ich habe auch keine. Das ist ja ganz weg. Wo saufe ich denn aus? Was sauberst du Hände? Na, ey, ja, guck mal, Fabio zum Beispiel, der hat es noch gezeigt. Am Anfang hat er aus den Händen getrunken, dann hat er sich aus Birkenrinde quasi ein kleines Gefäß gebaut und dann hat er das Glas gefunden. So, genauso wird es bei dir auch. Das ist ultra wichtig, wissen, wie es kriegen wir hin. Okay, aber jetzt der Schmerz. Ich habe mit dem Tab gerade Regenwasser gesammelt, riesengroß, ne? So, ja. Jetzt muss ich aber wieder ein Dach bauen. Ich bin ja jetzt nass wie Sau, weil ich habe ja das Tab umfunktioniert. Hab ein bisschen gesoffen und das ganze Wasser beschütt mich, das hin wieder auf den Boden. Nee, pass auf, kleiner Trick. Du nimmst dir ein Kleidungsstück, was du nicht brauchst, tränkst das mit Regenwasser, legst es irgendwo hin. Irgendwann, wenn du Durst kriegst, bringst du dir einfach dein Wasser aus. Ja, das geht für mal kurz. Das kannst du auch machen. Ich habe das schon gemacht mit Lappen um die Beine morgens durch die Wiese, hab den Tau gesammelt, Anne. Aber dann nimmst du nicht das, was du da benötigst. Da wären wir wieder bei dem Wasserkanister, was ich gesagt hätte. Ich hätte das Paracord dann vielleicht weggelassen oder die 7 Gegenstände, die ich aufgeführt hatte. Eben Schlafsack ohne Moskitonetz, wollte ich gerade sagen. Keine Hängematte, da sind ja schon mal Sachen wieder weg. Er darf ja 7 Sachen mitnehmen. Ein Behälter, wo du Wasser sammeln kannst. Habe ich schon von Anfang an gesagt, schon vor 4 Wochen oder irgendwas. Ganz, ganz wichtig. Ich sag dir, wie es ist. Du wirst dort Kokosnüsse haben, dann machst du halt eine Kokosnuss quasi nicht kaputt. Jetzt, ich sag dir, wie es ist, du wirst da Kokosnuss haben. Ich weiß zwar nicht, wo du bist, ich kenne den Ort, weiß zwar nicht, wo du bist, du hast Kokosnüsse, du hast Müll und ihr werdet nicht frieren. Ihr werdet frieren, du weißt nicht, ob du Kokosnüsse hast, das ist alles so widersprüchlich, was er da teilweise von sich lässt. Sondern lässt oben nur ein Loch drin, füllst dir einfach die Kokosnüsse alle wieder mit Wasser auf. Einfach, füllst dir die Kokosnuss einfach wieder mit Wasser auf. Kriegt er erstmal ein Loch rein. Das ist für Knossi, ist das eine halbe Tagesaufgabe, in eine Kokosnuss ein Loch reinzukriegen und die irgendwo so hinzuhängen, dass du die. Und von was reden wir? Von einem Fassungsvermögen von 150, 250 Milliliter pro Kokosnuss, wenn du die als Gefäß nimmst? Du musst deine Umgebung einfach nutzen. Was hat er dann in Schweden gemacht? Er hat gar nichts genutzt. Genauso da, der würde meiner Meinung nach, jetzt hat er mich gerade wieder so weit, nach 5 Stunden, hätten uns wieder Gemotze angehört und Rumgeheule, wie so ein kleines, zickiges Mädchen. Ich mach das nicht, ich will das nicht, ich kann mich am Arsch lecken mit ihren Challenges, ich will hier nur durchkommen, bla bla bla. Davon hätte er selber nichts gemacht. Nichts. Das ist das Wichtigste. Und wenn da so schwarze Viecher drin sind oder ein bisschen Sand, säufst du mit? Ach, komm, weißt du, Dreck reinigen. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo es darum ging, bei Seven vs. Wild, kleine Maden oder irgendwas zu essen. Könnt ihr euch noch an seine Reaktion erinnern? Einfach hier durch und dann leck mich. Das hättest du
ganz oft vorher auch schon sagen müssen. Ist natürlich jetzt einfach zu sagen, wenn ich nicht in der Situation bin und in der Haut stecke, du musst Mann sein und du musst einfach durchziehen. Das ist natürlich, kann ich hier auch so wiedergeben. Das ist auch, das ist, was mir auch zu schaffen machen würde, von der Frau, Kinder weg, diese Isolation, alleine sein. Also alleine sein habe ich eigentlich kein Problem mit. Ich wäre auch der Typ in Kanada mit nichts, mit meiner Holzhütte und daneben, aber ich muss meine Kinder und meine Frau um mich haben. Das ist für mich, das ist mein Leben. Da geht nichts drüber, nicht ansatzweise. Also das wäre auch das, wo ich da echt mit zu kämpfen hätte. Was aber auf der anderen Seite vielleicht auch wieder ein Motivator wäre, den Kindern zu zeigen, hier guck mal Papa, dies, das. Und was mich aber auch oben halten würde, der Gedanke an meine Kinder. Und dann meine Frau. Also, na, das kann man sehen, wie man will. So, jetzt ist gerade ein Kind vom Kindergarten gekommen. Dort, nee, dann geht hier die Tür auf. Auf dich einprasselt. Du plötzlich merkst, scheiße, dieser Tag hat ja 24 Stunden, die dir aber vorkommen wie einfach drei Tage, ein Tag. Dann gehst du kaputt dran. Dann kommen plötzlich Gedanken von früher. Wo du Sachen in Frage stellst. Ein Telefon in deiner Tasche. So wie der zu Hause. Pipifax. Für dich wird genau das gleiche Problem eintreten wie bei dir. Du wirst einfach deine Liebsten vermissen. Looking for the best cinematic stock footage. Hey, mein Schatz. Ich muss kommen. Alles klar. Wir sehen uns gleich. So, der Kleinste ist jetzt erstmal verarztet. Frau ist auch wieder da, jetzt ist wieder Leben in der Bude. Ja, machen wir weiter. Oh. Ihr merkt, wie wertvoll es ist, Interaktion mit anderen Menschen. Das ist so krass. Egal, Tag 5 habe ich mich dazu entschieden zu sagen, Arsch lecken. Hey, jetzt haben wir nach Hause, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen, bau dir mal eine Couch, guck noch ein bisschen Netflix auf deinen Sonntag und dann geht's wieder ab nach Hause. So, weißt du? Oh, ey, und wie war das Gefühl, abgeholt zu werden? Brudi, das war wie... Kennst du so Klassenfahrt? Kennst du so, wenn du immer so Sachen hattest, wo du dich dann... Ja, okay, da geht's jetzt ein bisschen... Blitz drauf oder der hat auch... persönliche Dinge, ich hab das für mich meine Video ich war noch nie in meinem Leben 7 Tage alleine. Ich hab auch gar nicht ganz Challenge gesehen. Ja, mein Gott, gut, ich bin ja auch schon mal ein paar Tage zu Hause allein. 10 Minuten warten, juckt das, brennt das, verändert sich die Hautfarbe? Da musst du mal gucken, das ist wirklich krass. Traue ich mich gar nicht, ob ich, da weiß ich gar nicht mehr, ob das eine Ananas ist. Dann haue ich mir das einfach rein. Weißt du, was ich meine? Du siehst halt eben eine Frucht, das traust du. Ja, also irgendeine Frucht würde ich da überhaupt gar nicht probieren. Sie kriegen es ja vorher gesagt. Ich würde mich da mit der Flora und Fauna vorher auseinandersetzen, gucken, was man wirklich essen kann, was man identifizieren kann als das, was man denkt, dass es ist. Ihr versteht mich, oder?
Ich habe das genauso, Pilze sammeln. Ich esse super gerne Pilze. Ich gehe im Herbst öfter mal Pilz sammeln. Das hat mir ein Kumpel von der Bundeswehr, hat mir das mal beigebracht. Aber da kenne ich selber vier, fünf Sorten, die ich identifizieren kann, die ich esse. Alles andere esse ich nicht. Auch wenn er sagt, ich glaube, ein guter Pilzsammler findet, ich glaube, 230 Sorten ganz jährlich, die man in Deutschland essen kann. Da bin ich meilenweit von entfernt. Ich esse das, was ich kenne, was ich identifizieren kann, wie ich schon mal gesagt habe. Und darauf sollte sich Knossi auch berufen. Also vorher gucken, was gibt es daher und nicht irgendwas probieren und Zunge wird taub und kribbeln oder irgendwas. Dann kann schon scheiße sein. Also da würde ich die Finger von weglassen, das Essen. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ganz einfach. Ganz einfach ein Trick. Dir ein Stück von dem, was du da essen willst, nehmen, auf die Haut reiben, auf den Unterarm. 10 Minuten warten. Juckt das? Brennt das? Verändert sich die Hautfarbe? Nicht essen. Nur diese allergische Reaktion, die habe ich auch bei Blumenkohl. Also, das ist kein Indikator dafür, dass das jetzt scheiße ist. Gut, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da bin ich raus, das habe ich noch nicht. Wie gesagt, wir waren mit Guides unterwegs, die uns gesagt haben, wir hätten Nahrung mit und das, was wir da gefunden haben, das könnt ihr essen oder könnt ihr nicht essen, lasst die Finger davon weg. Ich habe auch schon ganz viel anderen Kram gegessen, aber das war alles eher so tierisch, irgendwelche Maden, dies, das, Heuschrecken, Käfer. Da bin ich raus und ich kenne mich da auch nicht so gut mit aus. Was ist da jetzt? Ob es da Ananas oder irgendwas, habe ich mich auch noch nicht mit beschäftigt. Das einzige Gemüse, was ich erkenne, ist Kokosnuss. Ich glaube nicht, dass da irgendwo ein Pflaumenbaum sein wird oder irgendwelche Pfirsiche. Da könnte ich eine Expertise zu abgeben, aber da bin ich raus. Da habe ich auch keine Ahnung von und da werde ich mich auch schön bedeckt halten, da irgendwelche Tipps zu geben, was man da an pflanzlicher Nahrung zu sich nehmen könnte. Nicht essen. Aber alles andere, man muss nicht die Größe haben, man muss nur wissen, wie der Körper reagiert, wenn er irgendwas Giftiges vor sich hat. Ganz einfach. Okay, jetzt andere Frage. Du bist Kandidat der letzten Staffel Bei gewesen, ihm ist hast aber einen alles guten ganz Job. einfach, Jetzt ne? bist du Das aber ist hier alles angefragt ganz für noch einen einfach. Gegenstand. Ich würde ihn da so gerne Machst du selber es? Würdest sehen, du muss ich überhaupt ganz, zusagen? ganz Wenn ehrlich ja, mit dem sagen. Gegenstand bist du. Ja, also ich sage dir ganz ehrlich, aufgrund, das Geile ist, und das ist der ganz, ganz klare Vorteil bei Fritz auch, den hat kein anderer, vielleicht hat den Otto noch. Otto ist halt auch ein harter Hund, der ist halt auch militärisch gut aufgestellt, aber für mich war ja die größte Challenge weder die Ausrüstung noch sonst irgendwas, sondern für mich war ja nur die Isolation. Jetzt weiß ich aber, was mich erwartet. Verstehst du? Zu wissen, was kommt, macht es ja dann deutlich einfacher. Deshalb weiß ich, okay, mach ich, dreh dich an, ich würde mir mitnehmen, tatsächlich ein Messer. Ja. Einfach nur das Messer. Und dann, wie würdest du, mit welchem Ein Mann, Mann was würde ist das Erste, was du da sterben. machst? Wie beginnst du? 200%. Wenn ich ihm nur Messer habe? Ja. Das ist Würdest du jetzt immer die neuen wieder normalen bla bla Grundregeln bei bla der... und er kommt ja gar nicht dazu, das jetzt unter Beweis zu stellen. Für mich völliger Schwachsinn, für mich absoluter Schwachsinn, gerade er nicht. Ja, das ist, weiß ich nicht. Ich mache mich auch irren, aber das ist so meine Einstellung. Ich glaube, das ist so. Und wir werden leider nicht in den Genuss kommen, das zu sehen. Oder auch Gott sei Dank, ich habe gar keinen Bock, da mir wieder 14 Folgen oder irgendwas mit Genörgel und Geheul und alle sind doof und dies und das. So. Sich dann hinzustellen und man muss einfach mal den Arsch zusammenbeißen. Und es ist alles ganz einfach. Und ich nehme nur einen Gegenstand mit. Ja, natürlich nehmt ihr alle nur einen Gegenstand mit, weil ihr Fabio gleich ziehen müsst, weil sonst Fabio bis in alle Ewigkeiten cooler ist als ihr alle zusammen. Kurzes Spotten, abcheckt die Lage im Umkreis von ungefähr 100 bis
bis 150 Metern gucken, was finde ich in der Schnelle. Weil Regen und so weiter, weißt du ja selber, ne? Obwohl da draußen in dem Bereich, ey, ganz easy, chillibilly, weil was soll passieren? Erfrieren wirst du nicht. Also, was kann höchstens passieren, dass du Durst kriegst? Du ziehst du los, was zu trinken? Dann würde ich mir halt anfangen. Easy peasy, chillipilli. Gerade eben noch, bist du nass, frierst dir den Arsch ab, kannst dran verrecken. Jetzt easy peasy, ihr werdet ja nicht frieren. Also, vorhin hatte ich noch, ich glaube, ich habe gesagt, mit 70% gehe ich konform mit dem, was er da so von sich lässt, dass von Minute zu Minute schwindet das. Mal gucken, was dann noch so kommt. Warte. Wasser, Essen und eine sichere Behausung zum Pennen. Das sind die drei Grundregeln. Wasser, Essen, sichere Behausung. Also ich würde sagen, trockene Unterkunft, Wasser. Das ist erstmal das, vielleicht Feuer. Weil ohne Feuer kein Essen. Außer du isst da irgendein Gemüse oder irgendwie sowas, irgendein Kohlrabi, den du findest. Essen ist. Du hast es schneller, als dass du verhungerst. Das wissen wir alle. Trockenheit. Dass du einen trockenen Arsch kriegst und dass du dich da wohlfühlst. Wenn das da nur gallert, das ist das Wichtigste. Raus, ankommen, Paracord. Tarpenbaum. Und wenn es erstmal irgendwo ist und dann einen trockenen Punkt abwarten und dann auf die Suche gehen und gucken, wo finde ich was, wo finde ich einen adäquaten Platz, was spricht mir zu, wo fühle ich mich wohl. Aber bis dahin erstmal ab mit der Ausrüstung, zack und das Tarp und abwarten und ankommen und erstmal durchatmen. Das Problem bei Knossi, natürlich auf seine Unwissenheit geschuldet, der schluckt das alles. Ne? Der ist da, glaube ich, ziemlich voll angetan und glaubt gerade, dass er da die Tipps fürs absolute Durchkommen kriegt. Ich finde das immer sehr gefährlich, so ein Halbwissen rauszuhauen. Halbwissen kann zu Fehlern oder kann ziemlich gefährlich sein. Dann halte ich lieber das Maul. Wie ihr merkt, ich finde gerade, dass das hier alles so ein bisschen. Ich gehe da mit einigen Sachen mit und er schreibt auch wirklich viel, was er gesagt hat. Hätte ich vorher nicht gedacht, dass ich da überhaupt irgendwas unterschreibe. Also ich finde, da sind viele auch intelligente Ansätze bei. Gepaart mit ganz, ganz viel Bullshit. Also das hält sich gerade so die Waage, muss ich sagen. Es ist gerade dabei, jetzt am Ende des Videos, dass der Bullshit-Faktor ein bisschen zunimmt. Ganz, ganz viel Widerspruch jetzt mittlerweile oder schon über das ganze Video hinweg da mit drin. Ja, halt das für gefährlich, dieses Halbwissen. Und hoffe, dass Knossi sich auch noch anderweitig beratschlagen lässt oder schulen lässt und nicht das für sich. Und das ist dann das Nonplusultra. Und ja. Ich glaube aber, oder? Oder meint ihr, dass das Einzige ist, was er da... Ich habe gehört von Otto, hat er auch das Angebot gekriegt? Alter Knossi, renn zu Otto und zieh bei denen für 14 Tage, zieh bis zu Seven vs. Wild, zieh bei Otto ein, krabbel den in die Hosentasche und mach alles, was der macht. Ich schwöre, kannst du nicht besser haben. Okay, ist einfach Fakt. Wie sieht dein Schlafplatz aus mit einem Messer? Ja,
easy. Ich würde mir halt im Umkreis einfach gucken, kannst du was craften? Ist halt zum Beispiel, ey, ganz ehrlich, ist da Müll? Dann würde ich zuschlagen. Ist da ein altes Fischland jetzt bei euch mit der Hängematte? Ist da ein alter Kühlschrank? Nehme ich Isolierung raus, weil Isolierung verboten, frierst du nicht. Wenn ich irgendwelche angeschwemmten Styroporteile, ey, beste Leben, baust du dir eine Matratze, oben ein bisschen Palmwedel drauf, liegst du bequem. Ist das alles nicht da? Würde ich mir auf jeden Fall erstmal so ein Grundgerüst, so ein Trammerbett bauen, wie damals auch bei Sam Westwald. Haben wir auch gemacht, mussten wir, da durften wir keine Isomatte mitnehmen. Baust du dir einfach ein Gestell mit Längsstreben oben drauf, alles, was irgendwie Pflanzenfasern ist, aufpassen. Da im Dschungel könnte unter jedem Blatt irgendwo was sitzen, was dich töten will. Darum sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr langsam arbeiten. Und immer mit Bedacht, ne? Darum auch lange Kleidung, auf gar keinen Fall kurzärmlich oder sowas. Eine Hut ist wichtig. So, und dann machst du dir dein Bett fertig. Dann würde ich gucken, dass ich mir ein Gestell baue aus irgendwelchen, ja, leichten Materialien, die aber trotzdem stabil sind. Eine Pflanzenfaser suchen, die würde ich halt aufräufeln, dass du guckst, okay, dass du dir quasi ein Seil mitierst. Junge, der erzählt gerade einen Schwachsinn. Kühlschrank, Isolierung rausholen, Fischernetz, Hängematte, Kokosfasern, Fasern aufraspeln, Schnurbaum. Weiß der eigentlich, wie lange das alles dauert? Weiß der eigentlich, wie das ist, mit einem Messer den Kühlschrank auseinander zu wichsen, um an das Styropor ranzukommen? Weiß er, wie viel Styropor in diesem Kühlschrank drin ist? Glaubt er, dass er damit eine Isomatte gebaut kriegt? Und dann easy peasy, ist doch langweilig. Das nicht. Pflanzenfaser nehmen, dann Gerüst bauen, dann Palmwedel holen. Pflanzenfaser nehmen, Gerüst bauen, Palmwedel, Bett bauen. Der redet mit Knossi. Der redet dann nicht mit Ed Stafford oder wie heißt der andere Verrückte noch hier, Bear Grylls. Der redet mit Knossi. Und ich weiß nicht, die haben ja gesagt am Anfang, es wird ein 24-Stunden-Livestream kriegen, den werden wir uns zusammen angucken. Zu 100% werde ich auf diesen Livestream reagieren. Aber das nimmt hier gerade so ein bisschen Ausmaße an sich. Ich möchte ihn gerne mal sehen, wie er den ganzen Scheiß, was er da gerade von sich lässt, selber macht. Dann Palmwedel ohne Ende, bis der Arzt kommt. Der Vorteil ist, habe ich schon mal ausprobiert, in Mexiko funktioniert super, damit kriegst du auf jeden Fall alles dicht. Das ist halt der kleine hohle Unterschied. In Schweden konntest du machen, was du wolltest. Du hättest niemals eine sichere Behausung bauen können mit Naturmaterial. Wieso nicht? Verstehe ich nicht. Wieso nicht? Aber in Mexiko. Ist gerade ein bisschen schwer für mich, das Video weiter zu gucken, ohne da jetzt zu viel, ja gut, er will natürlich auch was darstellen. Knossi holt ihn, die Community von Knossi, die reagiert da, ich lese hier nebenbei so ein bisschen den Chat mit, das hat er eingeblendet, die schlucken das auch zu 90%, das wird Martin, ich weiß nicht am Telefon, ob der den Livestream verfolgt, auch lesen, ist dann natürlich in seiner Meinung gestärkt und kriegt gerade meiner Meinung nach so einen kleinen Höhenflug und verbreitet da jetzt viel, viel Bullshit. Wäre nicht gegangen, irgendwann wäre es durchgesifft. Keine Chance, außer dass eine Höhle wie Fabio. Gucci, du schreibst das alles mit, ne? Gucci, du schreibst das alles. Du hättest das auch mit Moos, mit Gras, mit Holz, mit Rinde. Du hättest dir das da auch machen können. Du musst Bock drauf haben. Und das hatte Martin nicht. Ganz einfach. Der wollte dahin, wollte seine Zeit abrücken. Ja. Mit was der hier erzählt, weil ich kann es mir nicht merken. Aber guck mal, weißt du, ich habe schon nachts geträumt, wie ich mir so ein Palmwedeldach baue. Ich wüsste gar nicht, wie ich das flechte. Brauchst du doch gar nicht flechten. Du musst einfach nur übereinander liegen. Wichtig ist, dass du aufpasst, dass es gefällt. Stell doch einfach. Musst du nicht flechten. Das musst du nicht gegen wegwehen oder runterrutschen sichern. Das legst du einfach alles aufeinander. Das legst du da einfach rauf. Dann kommt der Regen, dann kommt der Wind dazu. Und eine Stunde später hast du neben deinem Gerüst, was du gerade gebaut hast, einen großen Haufen Palmblätter.
Also, verstehe ich nicht, so eine Aussage. Papa, erzähl. Hat Lilly dich geärgert, bist du zurückgeärgert? Können wir klären das bei ihm, okay? So, Kind verarztet noch mal kurz und jetzt geben wir mal Gas. Wir haben jetzt noch knapp 12 Minuten Video. Ich glaube, dass das jetzt da eher so ums Gequatsche geht. Einfach querstreben, ja, das ist so. Ihr merkt mit Sicherheit, dass ich gerade so ein bisschen angefoppt bin von dem. Das ist alles und dann easy peasy, ganz einfach querstreben. Man darf nicht vergessen, wen man da vor sich hat. Man hat da keinen erfahrenen Bushcrafter oder sonst irgendwas. Und ihr könnt das ja mal. Baut mal zu Hause euch ein Gestell und die größte Pflanze, die mir jetzt so einfällt, mit vernünftig dicken, dicken, dicken Blättern oder sowas. Ja, gehen wir jetzt mal vom Mais aus und legt euch mal mit Mais ein Dach. Und dann guckt mal, wie lange das bei einem harten Regen, wenn ihr das nicht irgendwie eingefädelt habt oder mit Paracord, ihr dürft nicht vergessen, wir haben 30 Meter Paracord mit. Wenn sie es auffrieren, 120 Meter, die wollen das Dach festkriegen, eine Reuse bauen, eine Angelschnur, also 30 Meter sind auch schnell alle und das dann alles einfädeln, ja, halte ich für ein Gerücht, dass das so einfach geht. Ja, das kann er. Das kann Marin. Das haben wir ein paar Mal gesehen. Ist ja schön und gut, dass man ihn da vielleicht auch eine Idee hat, wie man das machen kann. Ich kann es nochmal wiederholen, er redet mit Knossi, er redet nicht mit irgendeinem Survival-Experten oder Bushcrafter. Und dann darfst du nicht vergessen, was du alles, du hast Nahrung generieren, Wasser generieren, ein Bett bauen, du hast Challenges, es ist nass, es. Wisst ihr, wie viel Zeit bei sowas drauf geht? Habt ihr schon mal zu Hause oder im Wald ein kleines Bushcraft-Lager gebaut mit, obwohl ihr alles dabei habt, mit einer Säge, mit genügend Paracord oder ich nehme immer Jute-Schnur, wenn ich im Wald was baue. Jute-Schnur, Säge, Axt, Klappspaten. Habt ihr damit schon mal gebaut und wisst ihr, wie kraftraubend das ist im Wald, das alles ranzuholen und zu bauen und dies und das? Und das soll Knossi machen. Wie lange soll denn Seven vs. Wild gehen? 6 Wochen? Oder was glaubt ihr da? Das sind Tipps, die Knossi überhaupt nicht braucht. Der hat einen Tarp, jetzt reden die ganze Zeit darüber, sich da und da was zu bauen. Nimm das Tarp mit, Junge. Nimm das Tarp mit und dann ist Ruhe. Also. Sowas hier und ihn da verrückt machen. Und ich lasse es mal im Raum stehen, ob Martin das selber hinkriegen würde. Also selbst den Bunker oder irgendwas oder was er da, das Haus, was er stand daneben, hat also gebaut haben für ihn, für mich immer andere. Eins, zwei, drei.
Geld das gut, da ist jetzt, mal ehrlich. Jetzt geht's hier, wie man da baut und was man da, ich glaube, da ziehen wir jetzt keinen Nährwert mehr raus. Ist auch gerade für mich ein bisschen sehr schwer, das zu gucken, weil ich schon, wie beschrieben, das jetzt so ein bisschen abschweift in der Richtung, die ja ins Träumerische, dass es nichts mehr realitätsnah ist oder dass er ihm da irgendwie Hilfestellungen mitgibt. Also für mich geht das gerade daran, dass er ihn eher kirre macht, weil das geht ja jetzt die ganze Zeit darum, da irgendwas zu bauen, bla bla bla. Er hat einen Tab, er braucht nicht bauen. Er sollte sich um ein Bett kümmern. Das kriegt selbst Knossi hin mit der Machete und einem Grabstock. Das sollte man ihm zeigen. Dann mit dem Tab die Wassergewinnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Video schlechter erwartet. Also ich hätte gedacht, dass das ganze Video so wird, wie jetzt quasi die letzte Hälfte des Videos. Also mit der ersten Hälfte bin ich völlig einverstanden, finde ich in Ordnung, auch wenn er sich da schon des Öfteren widersprochen hat und mal das so und das so, aber nee, dann haben wir doch das. Da waren schon einige Tipps bei, die Knossi mitnehmen kann. Aber genau so sind da ganz, ganz viele Tipps bei, wo Knossi besser dran ist, wenn er das ignoriert. Meine eigene Meinung. Martin ist, für mich ist das der komplett falsche Partner. Also Respekt davor, was Martin gemacht, auch seine Selbstversuche und was weiß ich was, Notfallshelter und sowas, also Hut ab, auch wie der da mal im Laub und sowas und gefroren hat. Ich möchte das keinesfalls schlecht reden, es ist so ein Ding, was jetzt bei den letzten Videos entstanden ist, meine Meinung. Aber auch nur, weil ich auf dieses Verhalten eben sehr, sehr allergisch reagiere. Ansonsten sind da gut gemeinte Tipps mit bei. Auch viel gefährliches Halbwissen. Meiner Meinung nach wäre Knossi jetzt, fährt hier der Krankenwagen vorbei. Meiner Meinung nach wäre Knossi besser aufgehoben gewesen bei Otto, der das angeboten hat, der da wirklich Ahnung, böse Ahnung hat. Ich glaube, der fährt hier im Kreis oder irgendwas. Der würde mich ärgern. Der kriegt mit, dass ich hier ein Video aufnehmen möchte. Wie würde Robert Mark Lehmann sagen, was sagt er noch immer? Nicht so geil oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass Martin die falsche Person ist für Knossi. Dass es da andere auf dem YouTube-Markt gibt, die da besser hätten beratschlagen können. Wie gesagt, dazu zähle auch nicht ich mich oder irgendwas. Nicht, dass das hier so rüberkommt, dass ich das schlecht machen will, weil ich meine Meinung durchdrücken will oder sonst irgendwas. Da habe ich schon was zu gesagt. Ja, 50-50. Also ein bisschen was sollte Knossi mitnehmen. Bisschen was sollte Knossi ganz, ganz schnell vergessen. Wir gucken uns auf jeden Fall zusammen den Livestream an. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Wird's geil finden, wenn das irgendwo im Dschungel gemacht würde, wo man ihn auch mal zeigen kann, was dann dahinter steckt, hinter seinen ganzen Expertisen. Ansonsten wünsche ich Knossi ganz, ganz viel Glück mit Martin. Hoffe, dass der da ein bisschen Mehrwert draus ziehen kann. Ich hoffe, dass euch meine Reaktion, mein Video gefallen hat. Wie gesagt, ich habe da versucht, halbwegs vernünftig, oder nicht halbwegs, sondern vernünftig darauf zu reagieren. Das, was mir aufgefallen ist, habe ich angesprochen. Das, was mir nicht gepasst hat, habe ich angesprochen. Was ich gut fand, habe ich angesprochen. Wir gucken mal, vielleicht ändert sich meine Meinung gegenüber Martin ja auch noch.
Bloß ich glaube, Charakter wird immer bleiben. So einen Charakter, den änderst du so schnell nicht. Und so ist er einfach. Ich glaube, das geht in die Hose. Muss ich ganz ehrlich sagen. Otto hätte ihm besser zu Gesicht gestanden. Und wir sehen uns jetzt im nächsten Video in einem Gear Review. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne einen Daumen da, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen Roller da oder wie auch immer, wie ihr möchtet. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, meine Lieben. Und wir sehen uns im nächsten Video.